Einen wunderschönen guten Tag heute. Heute habe ich noch einen weiteren Beitrag zum Thema Finanzmathematik. Heute vor einer Woche hatten wir in dem Video mal erarbeitet, wie sich eine grundsätzliche Verzinsung oder eine Rendite eines Kapitals von nur 3% durch Fremdfinanzierung und insbesondere durch die Hebelwirkung dieser Fremdfinanzierung dramatisch nach oben steigern lässt. Wenn du dich noch erinnerst, hatten wir diese 3% mit einer 50%igen Finanzierung auf 5% gehebelt, mit einer 80%igen auf 11% und mit einer 90%igen, soweit die Bank das mitmacht bei dir, dann sogar auf unglaubliche 21%. Und heute schauen wir uns mal an, was aus diesen Prozentzahlen wird, wenn wir dieses fortführen über einige Jahre. Und da möchte ich dich mit dem enormen Effekt der Zinseszinssituation einmal bekannt machen. Das weiß man üblicherweise von der Mathematik her. All diejenigen, die sich einigermaßen gut mathematisch auskennen, wissen das, aber ich gebe dir einen Tipp, mach das einfach mal mit einem Stück Papier und einem Stift vor deinen eigenen Augen, damit du selbst entdecken kannst, wie sich diese Dinge entwickeln. Wir beginnen mit einer 3%igen jährlichen Rendite. Wenn du dann jedes Jahr 3% drauflegst, den Ertrag stehen lässt und immer wieder 3% drauflegst, also immer mit 1,03 multiplizierst, dann entstehen aus 100.000, mit denen du vielleicht gestartet bist, oder dann auch kannst du auch auf 10.000 reduzieren, aber bei 100.000 entstehen bei 3% 134.000 Ergebnis. Das heißt, du machst über 10 Jahre eine Rendite von 34%. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht übermäßig. Aus deinem Kapital machst du dann aus 100.000 134.000. Machst du das Gleiche mit den 5%, die wir dort festgestellt haben, dann entstehen schon 162%, also 162.000 aus 100.000. Das sind 62.000 Gewinn, den du in 10 Jahren machst. Machst du das mit einer 80%igen Finanzierung und der Rendite von 11%, man kann es sich gar nicht vorstellen, dann steigt diese Zahl, ich habe sie mir mal notiert, ich habe es gerade selbst ausgerechnet, dann steigt diese Zahl auf 283.000, aus 100 werden dann 283.000, fast eine Verdreifachung oder exakt 183% Gewinn nach 10 Jahren. Und jetzt kommen wir zu dieser Anlage, wo du 21% generieren kannst, mit 90% Fremdfinanzierung, dann bedeutet das in 10 Jahren, also jeweils die 100.000 multipliziert mit 1,21, das Ergebnis nochmal mit 1,21, dann entstehen aus 10 Jahren eine Summe von unglaublichen 672.000 Euro, also weit über eine halbe Million. Und das ist ein Gewinn von 572.000 Euro in 10 Jahren. Und wenn du das mit einer Immobilie machst, dann sind diese Werte zu einem großen Teil oder total, je nachdem, steuerfrei. Also eine Möglichkeit, etwas langfristiger eine Sache zu betrachten, aber immer unter diesem gewaltigen Einfluss des Zinseszins, der dir sonst gar nicht bewusst wird. Schreib dir es einfach mal auf, schau dir diese Zahlen mit eigenen Augen an, die du mit der eigenen Hand und mit dem eigenen Kopf dir geschaffen hast. Schau das einfach mal an. Eine enorme, verdammt interessante Angelegenheit. Dann gibt es eine weitere Sache, die die meisten Leute nicht begreifen. Selbst die Leute, die sich mit Mathematik auskennen oder mit Finanzmathematik im Speziellen. Da gibt es zum Beispiel eine weit verbreitete Meinung, die heißt, ich muss meine Schulden möglichst schnell zurückzahlen. Die machen Sondertilgungen oder versuchen, mehr zu tilgen, als die Bank verlangt und sind froh, wenn sie vielleicht nach einigen Jahren früher ihre sogenannten Schulden zurückbezahlt haben. Ich bin da völlig anderer Meinung.
Denn Schulden sind es erstens nicht, sondern es ist ein anderer Vermögenswert. Auf der einen Seite habe ich eine Finanzierung bekommen, eine Hypothek, zum Beispiel bei 100.000 Immobilienwert, 80.000 fremdfinanziert. Dann habe ich eben auf der anderen Seite einen Immobilienwert stehen von 100.000. Und so sind das doch keine Schulden. Ich habe doch kein Minus, wenn ich auf der einen Seite 80 Minus habe, auf der anderen Seite einen Wert 100.000. Ganz im Gegenteil, der Geldwert durch die Inflationsrate sinkt, dieser Geldwert, und der Sachwert steigt. Ganz im Gegenteil also. Das heißt, es wird von Jahr zu Jahr besser. Und es ist regelrecht dumm, aus einem Gefühl heraus einfach keine Schulden haben zu wollen, zu tilgen. Und das ist völlig verkehrt. Das siehst du alleine aus der Tatsache, wenn die Urrendite nur 3% ist und die Fremdfinanzierung 1%, dann spürst du schon, dass es wesentlich besser ist, diese 3% mitzunehmen und diese 1% gleichzeitig zu zahlen. Je mehr du tilgst, umso mehr kommst du zu dieser Anfangsrendite von 3%. Das heißt, aus deinen möglicherweise 21% machst du Stück für Stück weniger, wenn du mehr tilgst. Schon der Frankfurter Privatbankier, einer der bekanntesten, Freiherr von Bethmann, sagte, die beste Art, zu Vermögen zu kommen, ist, sich möglichst hoch in Immobilien zu verschulden. Einige dieser Ansichten, bitte, denk mal drüber nach und vielleicht änderst du deine Ansicht, die so weit verbreitet ist. Nahezu alle Leute, die ich kenne, wollen möglichst schnell tilgen. Völlig verkehrt. Ganz im Gegenteil. Spare diese Erträge auf und kaufe dann die nächste Immobilie und mache eine noch bessere Rendite. Das ist mein Beitrag zur Zinseszinsentwicklung und zu der Frage, muss ich schneller tilgen? Ist es schöner, wenn ich schneller getilgt habe? Und denke nie dran, eine Finanzierung muss nicht immer Schulden sein. Wenn du diese Beträge, diese Gelder verbrätst für Konsum, dann sind es Schulden. Wenn du sie aber investierst in eine gescheite Anlage, dann ist das was verdammt Interessantes. Das wollte ich dir heute mitgeben und ich freue mich, wenn dich das wieder ein Stückchen weitergebracht hat in deinem Denken, in deinem Bezug auf Geldanlage, in deinem Bezug auf zum Beispiel eine Immobilie. Das gilt übrigens für alle anderen Geldanlagen auch, nur kann man die oft nicht so leicht fremdfinanzieren. Jede Geldanlage kannst du mit einer Fremdfinanzierung nach oben hebeln. Bei anderen Geldanlagen kann das Risiko natürlich deutlich höher sein. Bei der Immobilie hast du eben deutlich weniger Risiko, besseres Wachstum und einfach bessere Aussichten. Wenn du weitere Dinge zu diesem Thema oder zum Thema Vertrieb, Rhetorik, zu meinen Themen hören möchtest, abonniere meinen Kanal, drücke die Glocke und ich bin in einer Woche wieder für dich da. Eine gute Zeit!